bitte jetzt einfach nur auf die Bühne die Vertreter der verschiedenen Arbeitsgruppen. Es fängt an mit Offen und Gerecht, Gruppe 1. Wer möchte kurz die Ergebnisse vorstellen? Ich bitte wirklich kurz, 2, 3 Sätze. Kommt. Danke. Hallo, guten Tag. Ich bin Abgeordnet von der Gruppe 1, Ergebnisse zu präsentieren. Wir haben in dem Sinne keine Ergebnisse, sondern nur ganz viele Fragen, die unsere Präsenterin Birgit Schips auch schon ganz toll zusammen aufgebracht hat. Also tatsächlich die Fragen, wie gehen wir mit den Digitalisaten an? Wie gehen wir damit um, dass es ganz viele multiple Perspektiven gibt? Also von dem, welche Perspektive epistemologischen Paradigmen bringt die Herkunftsgesellschaft mit? Wer ist eigentlich die Herkunftsgesellschaft? Welche Gemeinschaften erreichen wir? Viel besprochen wurde auch, gerade mit Blick auf die Heterogenität, kommen wir eigentlich dann an Gemeinschaften, die besonders orthodox, besonders konservativ sind oder progressiv sind. Wer hat dann die Deutungshoheit? Wie erreichen wir die Menschen eigentlich da? Und wie gehen wir dann aber eigentlich mit um? Also tatsächlich kann ich nicht Ergebnisse, sondern vor allem Fragen präsentieren. Das war aber sehr spannend. Gleichzeitig haben wir den Eindruck, gemeinsam weiterreden, weiter den Austausch suchen und vielleicht auch gemeinsam ein paar Fragen beantworten oder die Fragen aushalten. Ich würde gerne schließen, dass es doch einen Beitrag gab, dass wir einfach vielleicht auch aushalten müssen, dass vieles davon unangenehm ist. Also wenn wir jetzt öfter Bilder sehen, wo unten steht oder Dummies, wo einfach steht, aus ethischen Gründen wird das nicht gezeigt. Und das unangenehm ist, vor allem als Forschende, dann müssen wir es vielleicht aushalten und müssen die Diskussion danach umso lebhafter und mit mehr Engagement wieder aufnehmen. Das fand ich eigentlich sehr schön als Anregung. Und das war jetzt mehr als 3 Sätze. Ja. Wunderbar, es waren ja auch wichtige Fragen und ich finde das auch richtig, dass hier sozusagen nicht die allgemeingültigen Antworten für die Ewigkeit gefunden werden, sondern dass wir gemeinsam ringen um Antworten zu diesen Fragen, die uns alle bewegen. Und ich bin gespannt, wie dieses Ringen in der zweiten Gruppe Gestalt angenommen haben. Was dürfen Museen zeigen? Grundsätzlich dürfen Museen alles zeigen. Es kommt ja darauf an, wie man es zeigt. Und wir haben ausgehend von 2 ganz konkreten Beispielen über Präsentationsformen gesprochen. Auch ganz konkret an entweder historisches Material zeigen. Kann man Schwieriges auch zeigen mit künstlerischen Interventionen, mit Inszenierungen und Installationen? Und was sind die Schwierigkeiten, wenn man auf diesen anderen sehr emotionalen Weg geht, wenn man den geht, was macht man mit dem historischen Material? Das gab eine ziemlich breite Diskussion und wir haben sehr viele andere Fragen darum in den Hintergrund gelassen, weil ich hatte als Beispiel eine kleine Ausstellung, wo man genau ablesen konnte von einer ersten Fassung bis zur zweiten, wie die Gedanken waren und darüber haben wir gesprochen. Herzlichen Dank. Die dritte Gruppe, sensible Inhalte zugänglich machen. Christina König, jetzt bin ich gespannt. Was wird zugänglich gemacht? Wir haben die Lösung für alles. Ich stehe gern für Interviews parat. Ja, also was haben wir diskutiert? Also jede Menge natürlich und wir hatten tatsächlich auch einen, ich glaube, kann man schon sagen, wir haben einen Konsens gefunden. Wir brauchen nämlich keinen Giftschrank, das ist doch schon mal was, sondern die Idee von Anja Sattelmacher, dass man einen Gegengiftschrank installieren könnte, wie der dann genau ausschauen könnte, was drin sein soll, wie der bestückt wird, mit welchen Regeln, das ist offen und zu diskutieren, aber es ist ja ein schöner Begriff, der vielleicht auch einhergeht mit dem Flaschengeist, der schon aus der Flasche ist und den man sowieso nicht mehr wieder zurückkriegt. Deswegen können wir uns vielleicht einen Gegengiftschrank ausdenken.
Wichtig ist dabei die Kontextualisierung. Das war auch so ein Konsens, der ja auch den gesamten Tag eigentlich schon hier zugegen war. Und da kam von Henry Steinhaus die schöne Idee von einer Packungsbeilage für solche Materialien, die dann in so einem Gegengiftschrank vielleicht dann eine Heimat finden. Eine Packungsbeilage, das wären dann sowas wie Begleittexte zur Einbettung. Die Idee dahinter ist, dass man viel öffnen kann und soll, aber natürlich dann auch reagieren muss, wenn sozusagen etwas passiert, wenn Missbräuchliches passiert mit Medien, Filmen insbesondere, das war ja unser Thema, wenn die dann mal in der Welt sind. Dafür müssen aber auch Institutionen ausgestattet werden, insbesondere personell, das war auch bei uns in unserem Panel das große Thema. Wenn etwas redaktionell begleitet werden soll, dann braucht es natürlich auch die Ressourcen dazu. Von extern, leider von einem nicht zu sehenden Mitdiskutanten, kam dann auch die Idee, dass man als Vorbild auch für so eine Kontextualisierung oder als Reaktionsmethode das Vorbild von Fußnoten und Quellen nehmen könnte, wie es dann auch in Texten ja schon bereits üblich ist, wie das dann natürlich wieder im Digitalisat aussehen kann, bleibt noch zu diskutieren. Ja, herzlichen Dank. Und es geht weiter mit dem Filmerbe. Da gab es ja sozusagen zwei, aber Christine von Wahlert fasst das alles zusammen. Ja. Vielen Dank, wir fassen uns kurz. Sie wollen nämlich jetzt wirklich zum Film, nämlich ins Filmmuseum. Die Arbeitsgruppe hat jetzt zwei Teile. Christine Kopf hat berichtet über die Fortschritte im Team des Deutschen Filminstituts Filmmuseums, als sie entdeckt haben, dass ein Film, den sie Kindern vorführen, möglicherweise anti-japanisch, yellow-facing, Japaner nicht ernst nimmt. Den Film hat sie uns gezeigt und hat uns eingeführt in das, was uns, glaube ich, alle beschäftigt. Wir sind gerade dabei, institutionell zu lernen. Also man hat ja immer gedacht, das sind Institutionen, da gibt es Menschen, die müssen was lernen. Auf einmal merken die Institutionen selbst, wir müssen ja was lernen. Und zwar egal, ja, von Humboldt-Forum bis Deutsches Filmmuseum. Und beim Film kommt noch erschwerend hinzu, dass ein Lernprozess ist ja, Stereotype zu dechiffrieren, zu analysieren, zu zerlegen. Aber der Film, der fiktionale Film lebt von Stereotypen. Auch ein Problem. Schreiben lebt nicht von Stereotypen, aber Film lebt von Stereotypen. Das war dann auch der Übergang zum zweiten Teil. Da habe ich berichtet über Vorbehaltsfilme. Das sind 44 Filme, die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung hält, die sozusagen ein Restbestand sind von einer ehemals existierenden Verbotsfilmliste der Alliierten, die sie 45 bis 49 aufgestellt haben, um sozusagen die schlimmsten Nazi-Filme verboten zu halten. Heute sind diese Filme, da sind Filme wie Jud Süß, Ich klage an, um Krüger, nur unter Vorbehalt auszuleihen, nämlich mit einer Diskussion, Filmsichtung, Einführung, Filmsichtung und Diskussion. Und die große Frage für die Murnau-Stiftung ist, wie für viele Einrichtungen, wie können kontextualisierende, reflektierende, dechiffrierende, dekonstruierende Erläuterungen in die Online-Welt übertragen werden. Also wie kann die mögliche Erkenntnis, die sich aus einer Diskussion ergibt, so wie hier, auf die Online-Welt übertragen werden durch entsprechendes kontextualisierendes Material. Das war's.